Hier ist euer Avram zurück in Assassin's Creed Valhalla und wir suchen jetzt die Nadel. Lustigerweise namensgebend Stich in die Nadel. Die Stadt der Gier, Kapitel 3. Ivor kehrt auf der Suche nach dem Hafenmeister zum Hafen von Eo Vorwick zurück. Und jetzt sollen wir die Nadel suchen. Na, das machen wir mal. Der Hafenmeister, ich sehe ihn nicht. Ist er da? Geh weiter. Du hast hier nichts verloren. Er hat eine große Klappe, steht normalerweise hier und quasselt. Kaum zu verfehlen. Verschwinde! Es muss einen anderen Zugang geben. Das Lager wird von der Roten Hand gut bewacht. Der Orden hat ein Interesse an diesem Hafen. Ich fasse es nicht. Schwarzer Götter, lass gut sein. Ein anderer wird sich darum kümmern. Die Beschwerden der Händler scheinen den Rat nie erreicht zu haben. Und hier habe ich noch den Wirbeltod gefunden. Viel Spaß. Beschlagnahmte exotische Waren. Die sind viel wert. Das könnte ein Anreiz für die Rote Hand sein. Vielleicht wollen sie Reichtum anhäufen. Den Stich einer Nadel. Ich bin ihm auf der Spur. Also, der Hafenmeister zieht die Fracht ein und verkauft sie über die Händler auf dem Markt. Die Beteiligten sind mit schwarzem Stoff markiert. Vielleicht errege ich ihre Aufmerksamkeit, wenn ich auf dem Markt... Also, der Hafenmeister zieht die Fracht ein und verkauft sie über die Händler auf dem Markt. Die Beteiligten sind mit schwarzem Stoff markiert. Vielleicht errege ich ihre Aufmerksamkeit, wenn ich auf dem Markt etwas Silber herumzeige. Der Kopparigata-Markt. Ich zeige den Händlern etwas Silber. Das sollte ihre Aufmerksamkeit erregen. Konzentrier dich. Eben gab es noch Ärger beim Lager. Was meinst du mit Ärger? Ich weiß es nicht sicher, aber die Nadel verlangt nach mehr Schutz. Wir treffen uns nach Sonnenuntergang. Dann gehen wir. Hallo, meine Gute. Ich habe so viel Silber, dass mein Schiff zu sinken droht. Hilfst du mir, es auszugeben? Sei leise, ja? Man wird dich umbringen, wenn du so angibst, vor allem in dieser Gegend. Was bringt ein Markt, wenn ich mich nicht an den Ständen umsehen kann, um meinen Gewinn zu verprassen? Du willst dein Silber loswerden? Versuch es in den engen Gassen. Jetzt verschwinde! Ich weiß es nicht sicher, aber die Nadel verlangt nach mehr Schutz.
Wir treffen uns nach Sonnenuntergang. Dann gehen wir gemeinsam zu ihm. Diese Wachen. Diese Wachen kommen wieder, wenn es dunkel ist. Vielleicht führen sie mich direkt zur Nadel. Ein Schlüssel. Wofür? Ich hörte, dass auf diesem Markt eine Menge Silber umgesetzt wird. Ich habe etwas, das für dich von Interesse sein könnte. Dann musst du mit Grigori sprechen. Dem Hafenmeister? Entschuldigung, wer bist du? Jemand, der Geschäfte machen will. Mit Grigori. Dein Gesicht ist mir unbekannt und ich habe schon zu viel gesagt. Bitte geh! Hast du da eben von Silber gesprochen? Ich möchte eine größere Menge ausgeben und es nicht an Straßenbettler verschenken. Ah, ich bin kein Bettler, du Depp. Ich bälle mit den großen Hunden. Du meinst die Nadel? Du hast etwas, das er will. Wenn du wirklich Handel treiben willst, geh zu der Statue in der Nähe des Osttors. Na gut. Und du passt auf dich auf, Rotznase. Wer, ich? Bitte. Ich habe ein größeres Schwert als die meisten. Breite deine Flügel aus. Mal sehen. Verzeih die Verspätung, das Weib. Du weißt, wie es ist. Beeil dich, ja? Wir müssen unsere Runden machen. Wenn ich ihnen folge, sollten sie mich zur Nadel führen. Die werden sofort angreifen.
Schwarzer Stoff markiert das Haus. Hier muss es sein. Reiße deine Augen und koch so mit deinen Knochen. Unter den Ratten, was? Das passt ja. Es muss einen anderen Zugang geben. Überrascht mich nicht, dass du dich hier unten herumtreibst. Du? Du hast hier nichts zu suchen. Wir führen einen ordentlichen Hafen in Jovorvik. Das waren deine Worte. Und doch schwimmst du hier im Silber von all den Waren, die du eingezogen hast. Bist du die Nadel oder nur ein weiterer seiner Schergen? Du weißt gar nichts. Das Gewebe dieser Welt ist verbraucht. Zerrissen, löchrig. Irgendjemand muss das alles wieder zusammenflicken. Jemand mit einer starken und ruhigen Hand, der einen Faden einfädeln kann. Jemand wie ich. Du bist ein lausiger Poet, doch meine Frage wurde beantwortet. Ja, wir haben alle unsere Schwächen. Deine scheint das Eisen zu sein, das zwischen uns steht. Glaubst du, deine Männer könnten mich aufhalten? Ich halte es nicht für unmöglich. Die Rote Hand ist uns treu ergeben. Das ist mehr, als ich von den Händlern behaupten kann. Beeilt euch! Wir treffen uns auf dem Marktplatz, wenn ihr fertig seid. Hey, Moment! Du bist erledigt!
bist du? Nun eile zum Festmahl des Allvaters. Einfach entwischt. Ich beende es auf dem Copa-Regatta-Markt. Na komm, begleite mich. Bewegung tut dir gut. Grigori! Genieß die frische Luft, den Anblick, die Geräusche, die Gerüche. Bitte, Grigori, ich dachte, es macht dir nichts aus. Es waren nur ein paar Münzen. Ich verstehe. Es war nicht dein Fehler, sondern meiner, weil ich dachte, du hättest mehr als Luft zwischen den Ohren. Ich habe dir so viel Silber gegeben, dass ich meine Kinder nicht mehr ernähren kann. Von mir ganz zu schweigen. Bitte, sei gnädig. Oh Gott. Händler von Jovorvik, ich versprach euch eine Zukunft voller Gelegenheiten. Und was wollte ich im Austausch dafür? Erinnert ihr euch? Treue. Ja, Treue! Möge dies als Lektion dienen, falls noch jemand auf die Idee kommt, meine Tätigkeiten zu stören. Ich darf ja nicht erwischt werden. Ihr macht, was euch aufgetragen wird. Schneeflocken wären Gottes Tränen, eingefroren durch unsere Sünden. Geschwächt vom Hunger, starrte ich in den Himmel und hoffte, dass er für mich weint, dass er mich retten wollte. Aber Gott rettete mich nicht. Die kam er schon. Er brachte mich in ein schönes Haus, gab mir reichlich zu essen, ein warmes Bett.
Zum ersten Mal reichte mir jemand die Hand und zeigte mir Güte, Mitgefühl. Und dann leistete ich einen Eid. Ich schwor, den Mann nie zu verraten, der für mich da war, als Gott sich abwendete. Also hast du der Kammer gedient, obwohl du wusstest, woran er beteiligt war. Der Orden sorgte dafür, dass ich unsere Fahne kreuz. Zum Dank bewahre ich die Stadt vor der Selbstzerstörung. Eine Lebensschuld ist ein starker Antrieb. Sie übernahm den Huger dieses Mannes, hört ihn und ließ ihn nie wieder los. Doch nicht mit demselben Mitgefühl, das dir gezeigt wurde. Zu viele mussten für das Erreichen deiner Ziele leiden. Du hast recht. Vielleicht verdiene ich diesen Tod. Aber ich bin nur ein Zahn in einem großen Rad. Und das dreht sich unvermindert weiter. Nicht mehr lange. Wo du jetzt bist, werden keine Tränen auf dich warten. Was hast du zu berichten? Die Nadel wird nicht wieder stechen. Sehr gut, Eivor. Wer versteckte sich hinter diesem Namen? Meine Liebste, es gab einen Angriff auf dem Markt. Der Hafenmeister Gregori ist tot. Die Nadel. Er verkaufte beschlagnahmte Waren, um Silber für die Kammer zu beschaffen. Dazu war er gar nicht befugt. Wieso haben die Leute ihm geglaubt? Das Siegel des Rats. Diese Ratte. Das läuft aus dem Ruder. Dass er das in seinem Besitz hatte, ist äußerst beunruhigend. Ich muss zurück und das Julfest vorbereiten. Aber ich tue es mit gespitzten Ohren und offenen Augen. Passt auf euch auf! Ein wertvolles Siegel und ein Rätsel. Einer der vier ist unser. Einer der vier. Rixige, Faravid, Audun und... Ja, die vier Mitglieder des Rats. Wir sollten sofort ihre Räumlichkeiten durchsuchen, während sie mit dem Julfest beschäftigt sind. Ja. Ja. Komm, zum Archiv. Und damit haben wir die Nadel ad acta gelegt und wir starten eine neue Quest, nämlich Verschluss der Kammer. Und wir sehen uns dann wieder, Herr Van Neuer-Avram. Bis demnächst. Ciao, ciao.